Hey Trax, was ist mit dir los? Bist du K.O.? Was, schon wieder aufstehen? Vergiss nicht, Trax, wir haben Schule. Oh nein! Du siehst mir etwas übermüdet aus, Trax. Gibt's da was, was ich nicht weiß? Nö. Es ist mir schon verdächtig. So müde, wie dieser Trax heute ausgeschaut hat. Kinder, habt ihr einen Verdacht? Naja, vielleicht kommen wir drauf irgendwann einmal. Auch am Mittwoch wollen wir wieder mit Mathematik beginnen. Aber auf der Seite 95, das ist die rechte Seite. Achtung, die Bilder gelten noch immer für deine Rechnungen, damit du findest, wie viel die Dinge kosten. Dieses Mal wollen wir wissen, wie viel bleibt den Kindern beim Bezahlen über. Und da haben wir als Beispiel Nummer 7. Sina hat 5 Euro. Sie kauft eine Puppe. Eine Puppe kostet 4 Euro. Ich mache dir die Geldbeträge wieder in Rot, damit du sie besser erkennst. Und 5 Euro hat sie. 4 Euro muss sie bezahlen. Das Geld kommt natürlich weg. Also 5 Euro minus 4 Euro ist, bitte heb so viele Finger hoch in deinem Wohnzimmer oder in deinem Kinderzimmer, wo du gerade bist. Gut, alle haben nur einen Finger gehoben. In die Antwort bist du, bitte musst du den Einser noch einsetzen. Das Beispiel Nummer 8 funktioniert genauso. Ein bisschen, eigentlich auch nicht schwieriger, ist es bei Nummer 9. Tim hat nämlich jetzt nicht nur einen Geldschein, sondern 2. Wie viel Geld hat er denn, wenn er 10 plus 5 Euro hat? Er hat, super, 15 Euro. Was kauft sich Tim? Tim kauft sich einen Dino. Ein Dino kostet 3 Euro, hast du gerade gesagt, sehr gut. Diese 3 Euro muss er bezahlen. Das heißt, wir haben wieder eine Minusrechnung. 15 Euro minus 3 Euro, das sind, heb so viele Finger wie es sind, erwischt. Das schaffst du nämlich nicht, weil du nur 10 Finger hast. Du darfst auch die 10 dazu nehmen. Okay. Alle 10, 10 und wie viele Finger noch dazu? Bitte nur die Finger heben mehr. Super, alle haben 2 Finger gehoben. Das heißt, 10, 10 plus 2 Finger sind 12. Und 12 Euro hat er noch übrig. Das schreibst du bitte unten wieder in die Antwort dazu. Zum Beispiel Nummer 11. Da darfst du jetzt kreativ sein. Das heißt, du darfst selber Ideen haben. Du hast 20 Euro. Ha, jetzt habe ich dir schon was verraten. Schau nochmal genau, ob ich überhaupt recht habe. 10 plus 5 plus 5. Wie viel ist das? Perfekt. 10 Zehen plus 2 mal 5 Finger sind 20. Um diese 20 Euro kannst du einkaufen. Aber pass auf, dass du nicht zu viel kaufst. Überleg dir, was könntest du kaufen? Es können auch mehrere Dinge sein. Super wäre, wenn es mehrere Dinge sind, sagen wir mal 2 oder sogar 3 Dinge. Die zeichnest du hier hinein, schreibst bitte auch den Geldbetrag dazu, den es kostet, und dann machst du noch die Rechnung. Ich bin mir sicher, da kommen ganz tolle Rechnungen raus. Das war's auch schon mit Mathematik für heute. Gut, Kinder. Wir sind am Mittwoch angelangt. Ihr habt Montag in der letzten Trax-Show einiges vom Buchstabenfresser gehört. Ich hoffe, du weißt noch einiges davon. Trax, weißt du noch was? Na,
Natürlich. Okay, Trax, was weißt du denn noch? Das ist alles? Naja. Okay, Trax, aber du hast doch aufmerksam zugehört. Weißt du wenigstens, wie die Geschichte beginnt? Na sicher. Und wie? Mit einem Ei. Na bitte, da haben wir ja schon was, Trax. Das hilft uns ja schon. Dann lassen wir mal die Kinder jetzt nicht auf der Folter gespannt und ich lese weiter. Ich glaube, ich erzähle den Kindern doch ganz kurz, was bis jetzt passiert ist, oder? Gut so. Also Kinder, Claudia, aber nicht unsere Claudia, hat im Garten ein Ei gefunden. Mama und Papa haben keine Zeit für sie. Kennst du das? Ich hoffe nicht. Und deswegen bringt Claudia dieses Ei, dieses große oder kleine Ei. Halt. Was, du sagst, das war ein großes Ei? Du hast recht, ein riesengroßes Ei. Fast so groß wie ein Autoreifen, jawohl. Und Claudia bringt dieses Ei, das komischerweise gar nicht schwer ist, in den Keller. Und als sie dann irgendwann wieder in den Keller kommt, ist das Ei zerbrochen. Aber kein Saurier, kein Krokodil, kein Vogel sitzt daneben. Und wie geht jetzt unsere Geschichte weiter? Das will ich auch wissen! Keine Sorge, Trax, ich lese ja gleich weiter. Claudia ging wieder zur Kellertreppe, stieg hinunter, öffnete die Kellertür und guckte hinein. Sie guckte noch einmal und noch einmal, weil sie gar nicht glauben konnte, was sie sah. Da war ihr Klassenzimmer. Frau Wagner stand vorne neben der Tafel. Die anderen Kinder saßen an ihren Tischen und blickten erstaunt zu Claudia hin, die in der Tür stand. Frau Wagner sagte, »Claudia, du kommst aber spät. Schnell setz dich an deinen Platz, wir haben schon angefangen.« Völlig verwirrt setzte sich Claudia an ihren Platz. Nach der Schule gingen alle Kinder und Frau Wagner ganz selbstverständlich die Kellertreppe hoch und durch die Haustür nach draußen. Mama kam aus dem Arbeitszimmer. »Was ist denn hier los?« rief sie. »Wo kommen denn all die Kinder her? Hast du die alle reingelassen, Claudia?« »Nein, habe ich nicht«, sagte Claudia. »Die waren unten in der Schule.« »In welcher Schule?« fragte Mama. »Geh mit mir in den Keller und guck es dir an.« Mama stieg mit Claudia die Treppe hinunter und öffnete die Tür. »Was ist denn hier los?« rief Mama nun schon zum zweiten Mal. »Wo kommen denn all die Schuhe her? Warst du das, Claudia?« »Welche Schuhe?« fragte Claudia und guckte hinein. Wo vorher die Schule gewesen war, war wieder der Keller. Aber auf dem Kellerboden lagen jetzt mindestens 100 Schuhe. »Nicht zu fassen«, sagte Mama und Claudia nickte. Als Papa gegen Abend nach Hause kam, führten ihn Mama und Claudia gleich in den Keller. Papa fielen fast die Augen aus dem Kopf, als er die vielen Schuhe sah. »Da hat uns jemand einen dummen Streich gespielt«, sagte er. »Habt ihr nichts Ungewöhnliches beobachtet?« »Und ob wir was beobachtet haben«, sagte Mama. »Mindestens 25 Schulkinder kamen mit Frau Wagner die Kellertreppe hoch und gingen aus dem Haus, ohne auf Wiedersehen zu sagen.« »Frau Wagner?« fragte Papa. »Wer ist denn Frau Wagner?« »Na, meine Lehrerin, das weißt du doch«, sagte Claudia. »Und die hat die ganzen Schuhe in den Keller geschleppt. Die hat aber eine merkwürdige Art von Humor«, rief Papa. »Sag ihr morgen in der Schule, sie soll ihre Schuhe gefälligst wieder abholen. Was sollen wir denn mit Hunderten von Schuhen?«
Und noch dazu lauter Einzelnen. Wenn es wenigstens Paare wären, dann könnten wir sie verkaufen. Das war nicht, Frau Wagner, ganz bestimmt nicht, sagte Claudia. Sowas würde die nie machen. Dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, sagte Mama. Und Mama, Papa und Claudia gingen wieder nach oben, um zu Abend zu essen. Schon aus? Ja, Trax, für heute. Fortsetzung am Freitag. Und ich hoffe, die Kinder sind dann genauso neugierig wie du. Diese Übung ist ganz wichtig für die Schultermuskulatur. Das heißt, du drehst den rechten Arm oder den linken nach hinten und den anderen Arm in die gegengesetzte Richtung. Okay, gut schon. Passt schon. Diese Übung ist für die Schultermuskulatur und für die Rotatorenmanschette. Du drehst einen Arm nach hinten und den anderen Arm in die gegengesetzte Richtung nach vorne. Dann wird langsam gewechselt. Wie du siehst, Aaron bewegt einen Arm nach hinten, den anderen nach vorne. Wichtig ist, dass du den Oberarm drehst, nicht nur die Hand und den Unterarm. Wenn das gut geht, versuchst du das mit Gleichgewicht zu kombinieren. Eins, du hebst das Knie. Zwei, du drehst, streckst das Bein durch. Drei, abwinkeln. Vier, abstellen, dann Beinwechsel. Eins, und jedes Mal, zwei, beim Zählen drehst du die Arme. Drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Jetzt! Zu zweit mit einem Ball kann man ganz tolle Sachen anstellen. Das Ziel ist natürlich, den Ball zu fangen. Und nach einer Drehung wird der Ball gefangen. Kann man natürlich auch gegengleich machen und ist viel Spaß dabei. Man kann das in der Höhe variieren. Man kann es mit Boden aufmachen. Wichtig ist auch ganz raffinierte Wurftechniken kann man hier anwenden. Unter den Beinen, zwischen den Beinen, über den Kopf verkehrt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Einzige, in dem Fall musst du zu zweit sein. Oder für die Fußballer mit dem Fuß erlaubt, mit dem Kopf erlaubt. Und das bitte natürlich nicht im Wohnzimmer, sonst bekommen wir in der Schule die Rechnung für die kaputten Lampen und Fernseher. Und die bezahlt weder der Trax noch die Schule. Ich habe dir ja schon mal im Turnsaal den Hampelmann gezeigt. Und mit einem Partner kann man den Hampelmann auch mit Ballfangen verbinden. Eine Übung, die du mit Geschwistern oder auch Eltern machen kannst, ist die nächste. Zuerst abschlagen, dann das Bein anheben, immer das nähere Bein zum Partner und mit der Hand das Bein berühren. Und dann, wenn möglich, sogar ein bisschen die Position halten. Natürlich gibt es hier den Seitenwechsel, dass die anderen Hände und Beine auch drankommen. Ja, da wären wir mit dem Thema Sachunterricht und Familie. Hallo? Kinder? Habt ihr den Trax wo gesehen? Wo steckt der Kerl? Hey, Trax! Trax, wo steckst du? Trax! Trax! Sag mal,
Was hast du denn da im Schnabel? Ach so, kann ja nicht sagen, hat was im Schnabel. Bin schon da. Und warum hast du mir dieses Suppenhuhn da mitgebracht? Ein kleiner Gruß an den Alex. Das finde ich aber jetzt lieb, Drax, dass du an den Alex gedacht hast. Aber wir denken jetzt an Familie. Und was hat das Suppenhuhn mit Familie zu tun? Hühner sind Vögel. Du meinst, das Huhn ist mit dir verwandt, Drax, weil es auch ein Vogel ist. Da hast du ganz recht. Und außerdem ist das Huhn genauso verrückt wie du. Bin nicht verrückt. Nur ein bisschen durchgedreht. Was heißt das schon wieder? Ach, Drax, du weißt doch, manchmal magst du Blödsinn. Aber das ist schon ganz okay, ich mag dich so, wie du bist. Alles okay, mein schwarzer Freund. Danke. Bitte. Und jetzt, Drax, lass uns zum Thema Familie kommen. Dieses Suppenhuhn, warte mal, ich werf das jetzt in die Kamera und genau zum Alex ins Wohnzimmer, dass er sein Suppenhuhn endlich wieder hat. Und weg ist es. Drax, Thema Familie, und ich habe für die Kinder was vorbereitet. Liebe Kinder, ich blende euch dieses Blatt jetzt im Video ein. Du hast es in deiner WhatsApp-Gruppe, habe ich es den Eltern geschickt, da ist es auch schön bunt. Wenn es geht, wäre super, wenn die Eltern sich das schon ausgedruckt hätten. Wenn nicht, schau dir es einfach am Bildschirm an. Da haben wir mal eine Seite mit Bildern. Bei dir sind sie schön bunt. Ich habe leider den Farbdrucker nicht zur Verfügung gehabt. Viele Bilder, 6 Bilder und oben stehen 6 Wörter. Eltern, Geschwister, Oma, Opa, Tante und Onkel. Jedes Wort passt genau nur zu einem Bild. Und das sollst du jetzt richtig zuordnen. Unten hast du 2 Sätze stehen. Drax zeigt jetzt mal dorthin. Nicht das Blatt fressen, Drax, nur hinzeigen. Manchmal hat der Kerl Ideen. Und hier unten sollst du die richtige Satzfortsetzung finden. Ich glaube, das schaffst du ganz ohne Probleme. Wenn du das Blatt umdrehst, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller, aber du schaffst auch das. Da geht es darum, was machst du denn als Familie oder mit wem machst du auch sonst Dinge? Es stehen oben Sätze und da, wo die Punkteln stehen, du siehst das jetzt auch eingeblendet im Video, da wo die Punkteln stehen, da sollst du dann die richtige Fortsetzung von den Möglichkeiten unten überlegen und ankreuzen, ob es stimmt oder nicht. Zum Beispiel der Satz, mit meinen Eltern esse ich Abend. Stimmt das, dann machst du bei Ja ein Kreuzerl. Stimmt das nicht, machst du das Kreuzerl bei Nein. Am Freitag machen wir weiter mit Sachunterricht und dazu musst du dir schon etwas vorbereiten. Ich habe deinen Eltern dieses Blatt in der WhatsApp-Gruppe geschickt. Dieses Blatt, entweder sie drucken es dir aus oder was noch viel toller wäre, du nimmst dir ein genauso großes Blatt und zeichnest einen ähnlichen Baum. Er muss jetzt nicht genauso viele Äste und kleine Zweige haben. Wie du dieses Baumabzeichnen machen kannst, zeige ich dir jetzt hier im Video. Wenn du willst, nimm dir gleich ein Blatt und zeichne gleich mit. Wichtig ist, dass der Baum wirklich einen kurzen Stamm hat.
Bitte mach keinen Stamm, der von da bis da geht, sondern einen kurzen Stamm. Und dann braucht der Baum auf jeden Fall einmal hier unten links und rechts einen Ast. Dann braucht er hier einen zweiten Ast links und rechts. Der soll ruhig ein bisschen Abstand haben. Einen dritten Ast und eventuell oben noch einen vierten. Das würde für deinen Baum schon genügen. Keine vielen Zweige, die sind nicht wichtig. Weiters brauchst du kleine Kärtchen. Die sollen ungefähr 4 oder 5 cm lang und breit sein. Auf diese kleinen Kärtchen werden wir dann am Freitag gemeinsam etwas zeichnen, schreiben. Du wirst schon sehen, es wird ein bisschen spannend. Mittwoch, der 22.04. Die nächste Trax-Show ist vorbei. Und Trax, was wirst du bis Freitag machen? Hey, Trax sprachlos? Das ist verdächtig. Kinder, ich glaube, wir müssen auf diesen Kerl ein bisschen aufpassen. So müde, wie der heute früh war, habt ihr wirklich noch keinen Verdacht, was da sein könnte?